Horst Krause unterwegs in Salzburg. Ein Ausflug mit Seltenheitswert. Denn eigentlich reist der Schauspieler privat gar nicht gern. Jetzt ist er gerade für Dreharbeiten in Österreich. Ansonsten bleibt der Berliner am liebsten in seinem Kiez. Die Reiseunlust sei vererbt, meint er. Seine Familie hatte eine Landwirtschaft und konnte wegen der Arbeit nie viel oder weit wegfahren. Ich bin immer zu Tante Emmy an die Ostsee gefahren. Und das war für mich wunderschön. 4 Wochen Ostsee, herrlich. Wetter war auch meistens sehr schön. Und ich bin eigentlich ein Reisemuffel, ja. Für seinen aktuellen ARD-Film musste sich der 76-Jährige aber auf große Fahrt begeben. Als Paul Krüger wird er zu einer Griechenlandreise genötigt. Auf inständiges Bitten seiner hochschwangeren Enkelin. Aber du, Opi, du kannst fliegen. Ich? Was soll ich denn? Bitte, Opa. Anni möchte nicht ohne ihren leiblichen Vater heiraten. Doch der ist seit Jahren in Griechenland verschollen. Er war nur eine Liebschaft von Annis Mutter. Dass er im Film Tochter und Enkelin hat, genau das hat Horst Krause an der Rolle gereizt. Ich bin Junggeselle. Und auf einmal Vatergefühle zu entwickeln, weil ich da eine Tochter habe. Und auch noch der Opa zu sein bei der Tochter von der Tochter. Und das hat mich schon so ein bisschen gereizt. Dachte ich, siehste, das ist mal, hast du mal die Chance, so Gefühle zu entwickeln. Und er hat die Chance, viel zu erleben. Die Suche nach dem verschollenen Liebhaber wird für Paul Krüger und seine Kumpel zu einer Odyssee durch Griechenland. Auf abenteuerlichen Bergstraßen, auf hoher See und auch noch auf dem Rücken griechischer Esel. Da fühlte sich Horst Krause beim Dreh gleich an einen Ausritt erinnert, den er als Schauspielschüler mit dem Pferd einer Bekannten unternahm. Sie müssen sich vorstellen, so bin ich gekommen, ja, und hier zweigte sich. Hier ging es geradeaus weiter und hier ging was ab. Und genau hier in der Mitte lag so ein alter Papierzementsack. Und wir kommen an und da kommt so ein Windstoß und der geht hoch und meine Lotte macht rechts ab und ich geradeaus weiter. Ja, aber nichts passiert. So leicht lässt sich Horst Krause nicht aus der Ruhe bringen. Das hat er mit seinen Filmfiguren gemeinsam. Ob in der Krüger-Reihe oder früher als Revierpolizist im Polizeiruf 110, der 76-Jährige verkörpert gern die brummig bodenständigen Typen. Tatsächlich mag Horst Krause keinen großen Rummel um seine Person. Statt auf einem roten Teppich zu stehen, sitzt er lieber in der Kneipe um die Ecke. Und auch beim Essen bevorzugt er es unglamourös. Deutsche Hausmannskost. Ja. Braucht die Salzkartoffel, eine anständige Soße und ein schönes Stück Fleisch. Ich darf dann nicht dran denken, dass dafür ein Tier für mich sterben musste. Das ist immer nicht so schön. Aber trotzdem, ich könnte nicht vegan leben. Nee. Mensch, Horst, das soll. Seine unverblümte, ehrliche Art, genau das mögen auch die Kollegen an ihm. Manon Strachy gehört zum festen Team der Krüger-Filme und hatte vor ihrem ersten Drehtag mit Horst Krause großen Respekt. Da war ich noch Schauspielstudentin. So lange kennen wir uns schon. Und ich war tierisch aufgeregt, weil ich dachte, ich muss dem jetzt beweisen, dass ich den Beruf kann. Dass ich was aus meiner Ausbildung gemacht habe. So, das war die erste Nacht vor dem ersten, also die Nacht vor dem ersten Drehtag. Und er hat mir aber so die Angst genommen. Und wenn man dem in die Augen schaut, dann hat man das Gefühl, man guckt in die ganze Welt. Vielleicht mag Horst Krause ja deshalb nicht so gern reisen, weil er die weite Welt schon in sich hat.